Das muss ich gerne noch zum Tauschen haben. Den kann ich auch nicht. Meine Frage ist jetzt aber, warum? Hier ist noch was zum Tauschen. Ja, ich muss ja das Licht hier da reinbringen. An sich wie sie ist. An sich. Oh. Er sprach von Zusammenarbeit. Ich habe ihn und den zum Tauschen. Den kann ich nicht abbauen. Ich gucke mich jetzt einfach noch ein bisschen um. Also, einer muss hoch und warten. Nee, nicht warten. Eine geht hier rein mit dem Störer. Oder?
Ich schleudere mich jetzt mit ihm hoch. Und den Störer dahin. Nehme ich den hier. Da stehen mit dem. Mach da das Loch rein. Nehme ich den hier. Und durch das Loch durch. Was stehen da? Aufgabe gelöst. Ach, so schön gewesen. Jetzt will ich einfach nochmal da drauf. Ich habe keine Ahnung, warum ich den... ob ich das gut gelöst habe oder nicht. Ich, mir auch egal. Ich habe es gelöst. Next. So, Ring ist offen. 6 und Dreieck habe ich noch. Ding habe ich. Ah, ja, ich. Ja, ich jetzt hier nach oben und suche nach. So, das ist der Weg, falls ich runterfallen. Was noch eine Erinnerung. Ich suche jetzt nochmal das zweite Dreieck. Miranda, would you like to play a game? A game? That sounds like fun. It is. Remember what Alexandra Drennan said about games? They're part of what makes us human. Exactly. And this is a game Alexandra Drennan designed when she was still in school. It's based on her favorite book. Have a go. Okay, das müsste jetzt das zweite Dreieck sein, hoffe ich. Meine Lieblingsspiele. Und dann muss ich mir irgendwie ausdenken, wie ich das jetzt verschaffe. Nicht ganz. Wenn ich weiß, was du tust, mach es in den Gang. Okay, da ich sonst das was weiß, mache ich erstmal das hier auf. Er schießt mich da oben rauf. Was zum Tauschen, hier ist noch was zum Hochschießen. Da ist der Ausgang. Den kann ich nicht abbauen. Hier kann ich mir noch abbauen. Ich kann hier durchtauschen. Okay, das war jetzt nicht elegant, aber... macht nicht. Das ist nur den, ne? Gegen den, ja? Und den da. Den passt. Hab ich eigentlich irgendwo schon roten Energiedings gesehen? Störer und hinten ist das rote. Okay. Super mit. Super mit.
Schlepper kaufen. Das ist so doof. Wegen Eleganz. Muss ich den Umleiter irgendwie tauschen? Hell. Ist, ich brauche jetzt was, um Dingo wieder rauszutauschen. Denn hier unten geht's gar nicht. Gehen jetzt aber auch nicht so. Drüben habe ich noch so einen Breaker. Der Breaker ist? Nee, ne? Irgendwie schon, aber ich muss ja mit dem hier, wie der jetzt dreht, hochkommen. Jetzt passiert ja nichts. Breaker, den brauche ich wahrscheinlich dann oben, um durchzukommen. Alles kein Problem. Wo ist der hier? Thank you.
ich auch nicht breaken, schade. Hier draußen habe ich auch nichts vergessen, was ich machen könnte. Nein, nee. Ich könnte zwei Breaker hier hin haben, sehe ich da einen Sinn drin? Nein. Und ich möchte auch nicht diese Knöpfe da vorne machen. Da habe ich auch nicht zufällig noch irgendwas liegen, ne? Es wäre schön, wenn ich da jetzt irgendwie hochkäme. Will ich aber nicht. Und durch dieses Loch hatte ich schon mal, das kann mich nicht einfach nicht hochbringen. Der Breaker kann weg. Ich habe keine Ahnung, wie das hinkriegen soll. Der Tag fängt ja gut an, mit zwei Rätseln, die ich nicht lösen kann. Merke ich die Mini noch für später? Mach was anderes? Nee. Die Tauschdinger machen mich echt fertig. Ja, elegant. Mhm. Ich hab ne Idee. Ich bin blöd. Plötzlich hat man dann Eingebungen schon. Ist man am Ziel. So, die wichtigen habe ich gelöst, die Dreiecke. Jetzt ist mir aber noch ein Dorn im Auge, dass ich das andere Ding nicht weiß. Die 4, die 6.
Ich glaube, das Labor hatte ich. Den? Ja, hier gibt es noch das Tor für die zwei Bonusaufgaben und die Nummer 6. Ich will die 6 jetzt auch noch lösen. Ehre und so. Prinzip ist mir egal, Ehre habe ich. Das Numero. Das bist du auf jeden Fall. 7. Was habe ich alles gelernt? Viel. Es ist ein Auf und Ab. Ich habe hier das grüne Ding. Ich brauche das rote. Was hier einen hinstellen, der den umleitet. Damit das grüne Ding hier mit dem anderen Ding den blauen macht, damit ich hier reinkomme. Störer habe ich ja hier nicht. Hier das blaue Wechselding. Ich muss irgendwie den da oben rauskriegen. Gegen irgendwas tauschen, was ich nicht brauche. Ja. Kann ich mich da drauf stellen? Kann durchlaufen sogar. Ich habe ja immer noch das Gefühl, dass ich hier irgendwie hochspringen können müsste. Könnte. Hier könnte ich wahrscheinlich rüber springen, aber das bringt mir nichts. Aber wir haben eine richtig gute Idee momentan. Ich gestehe, nach der Hälfte des Spiels habe ich erst das erste Mal nachgeguckt. Ich mache mal hier Reset. Keine Ahnung, dass ich das denn. Ich resette das einfach mal auf und ab. Tritt den Turm ist meine eigentliche Aufgabe, aber. Wie gesagt, ich habe einmal nachgeguckt. Schäme mich dafür. Ich weiß aber jetzt, welchen Teil ich. Was mache ich da? Also hier ist das Grüne, aber. Hier ist das Blaue. Aber es gibt ja nicht nur diesen einen Punkt. Wo ich das machen kann. Es gibt ja mehrere Punkte. Ich tausche dich jetzt doch gegen den da, weil der ist das, den ich nicht brauche. So, den kann ich nicht tauschen. Den muss ich abbauen, anbauen, abbauen. Brauche ich doch nochmal. Was jetzt mit dem hier? Hier hin tauschen. Und ich habe auch diesen Punkt hier, wo ich einen roten Strahl vorbereite. Brauche ich den mit nicht mehr. Tausche mir den hier raus. Ich hier das Tor öffne. Ja, wie gesagt, das erste Mal nachgeguckt, wie man das löst.
50% des Spiels sind erledigt. Die anderen 50% kommen noch in den nächsten Folgen.